Servus, grüß dich, da bin ich wieder, der Wolfi. Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal, aber nicht in meiner Küche. Da treffen wir uns hernach wieder. Es geht heute um diese Blüte, das ist die Holunderblüte oder wie man in Bayern sagt, der Hohler. Das ist eine sehr gesunde Blüte, was dieses Naturheilmittel in sich trägt. Das erzähle ich euch nach dem Intro. Vor allem, was wir daraus machen. Bis gleich! Ja, und um diese wunderschöne, aber auch sehr gesunde Holunderblüte geht es heute. Sie ist fast überall als Buschgewächs bis Mitte, Ende Juni zu finden und ist als Saft bzw. als Sirup eines der allerbesten Naturheilmittel, die wir hierzulande haben, überhaupt. Besonders bei der Erkrankung der Atemwege, wie beispielsweise der Husten, Erkältung oder auch Bronchitis, da kommt die schleimlösende Wirkung voll zum Einsatz. Sie wirkt aber auch fiebersenkend, was ganz wichtig ist, reguliert den Zucker, reinigt Nieren und Blase und so weiter und so weiter. Also sie ist eine sehr gesunde Pflanze. Was brauchen wir denn alles? Und das, was wir brauchen, das ist nicht so viel. Aber zuerst möchte ich erst einmal sagen, schön, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich unbändig darauf. So, schauen wir mal, was wir da brauchen. Wir brauchen hier 200 Gramm Mehl. Dann brauchen wir ein Viertel Liter Milch. Wir brauchen eine Prise Salz. Wir brauchen 2 Esslöffel Zucker. 3 Eigelb. Ich nehme nur Eigelb. Und später brauchen wir dann einen Puderzucker. Das ist von mir selber gemacht, wie man den macht. Verlinke ich euch. Ich kaufe mir keinen mehr. Ist ein rausgeschmissenes Geld. Neben mir stehen die Blüten und die riechen so sensationell. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach an. Auf geht's, packen wir's. So, der erste Schritt und meines Erachtens auch der wichtigste ist, wir nehmen uns die Holunderblüte und waschen sie. Das Waschen ist sehr, sehr wichtig aus 2 Gründen. Erstens sind hier mit Sicherheit ein paar kleine Tierchen drin. Die wollen wir natürlich nicht haben. Es reicht hier so zu machen. Und damit wir den Blütenstaub, der draußen ist, nicht später mitbacken. Den braucht man nicht. Wenn man gut abgewaschen hat, ein bisschen abtropfen lassen und auf den Küchenkrepp abtropfen lassen. Das machen wir jetzt mit allen. Und wenn wir dann fertig sind, lassen wir sie trocknen ein bisschen. Und in der Zwischenzeit, wo es trocknet, machen wir unseren Teig. So, und wie gesagt, in der Zeit, wo die Blüten jetzt hier etwas abtrocknen, machen wir uns unseren Teig. Dann nehmen wir zuerst das Mehl. Also den Teig, den kann man dicker machen, dünner machen, je nachdem, wie es einer mag. Dann geben wir das Milch dazu, das Milch, die Milch, den Zucker. Wie gesagt, 2 Esslöffel könnt ihr natürlich süßer machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch ein bisschen Vanillezucker dazugeben. Da ist der Geschmack variabel. Und die 3 Eigelb können auch schon dazu. So, dann schnappe ich mir den Handrührer. Ihr könnt es gern mit dem Kochlöffel, Schneebesen machen. Küchenmaschine wäre Schmarrn, aber mit dem Handrührer geht's. Ich werde noch ein bisschen Mehl dazugeben, 2 Esslöffel. Mir erscheint der Teig heute einfach etwas zu dünn. Ich weiß nicht, an was es liegt, mal so, mal so. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ist jetzt heuer schon das dritte Mal, da war der Teig perfekt, jetzt ist er ein bisschen zu dünn. Vielleicht weiß jemand, an was das liegt. Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin da sehr neugierig. Jetzt schaut doch die Sache ganz anders aus. Jawohl. So darf er sein. Wunderbar.
ich habe von Menschen gehört, die machen da einen Bierteig draus, also anstatt Milch, Bier. Kann man, muss man aber nicht. Das Öl sollte ungefähr 180 Grad haben. Schauen wir mal, ob es am Steckerl die Blasen schon hochkommen. Ja, sie fangen an, das dürfte funktionieren jetzt. Ich habe da ganz normales Sonnenblumenöl verwendet. Warum habe ich jetzt eigentlich hier die Stiele dran gelassen? Ganz einfach, damit ich mir keine schmutzigen Finger hole. Oder besser gesagt, teigigen. Kurz eintauchen, hoppla. Jawohl. Wenn das Kücherl dann soweit fertig ist, geben es mir hier auf die Seite auf ein Küchenpapier. Mit dem Stiel kann man es dann wunderbar rausholen. So. So. Herrlich. Hier kann man jetzt eine Zimt-Zucker-Mischung drüber geben, so 2:1, also zwei Teile Zucker, ein Teil Zimt. Oder so wie ich, ein Puderzucker. Ein Kompott dazu essen, Apfelkompott, Rhabarber, je nachdem, wie euer Belieben ist, auch ein Eis oder auch beides. Oder ihr macht es so wie ich, einfach so. Dieser Geschmack ist genial. Holunder ist genial. Hört ihr das, wie knusprig? Wunderbar. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart, wie ich meine wunderbaren Holerkirchel gemacht habe. Ich liebe sie. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage, für's euch, der Wolfi. Servus. Jetzt lass es mir schmecken. Ciao.